Morgens ein Blick auf das Smartphone. Während der Arbeit durchgehend vor dem Computermonitor und am Abend auf der Couch vor dem Fernseher entspannen. Die dauernde Befeuerung mit Monitorinhalten in unserem Alltag macht uns unachtsam gegenüber Phishing-Links und anderen Cyberangriffen. Und auch Körper und Psyche leiden darunter. Physisch würde ich sagen, sind es einmal die vermehrte Adipositas, also die krankhafte Fettsucht, auch der Muskelabbau, auch das Knochenmaterial, das also weniger kräftig wird. Im psychischen Bereich sind es natürlich der dauerhafte Stress, der sich negativ auf den Schlaf auswirken kann, aber auch wichtig ist die vielleicht verminderte dann auch Empathiefähigkeit, also das verminderte Einfühlungsvermögen mit auch negativen Konsequenzen fürs Beziehungsleben und das Aufrechterhalten von Beziehungen. Mit einigen Tipps können Sie dieser Entwicklung entgegenwirken. Erstens, hin und wieder ganz bewusst komplett auf Bildschirme verzichten, denn das bringt Ihnen mehr Ruhe, mehr Alleinsein mit sich selber, das heißt mehr Möglichkeit auch hier mal das eigene System runterzufahren und das bedeutet ganz insgesamt weniger Stress. Zweitens, Apps auf diversen Geräten auf ein Minimum reduzieren. Das veranlasst automatisch zu weniger Bildschirmzeit. Außerdem kommt ein aufgeräumtes Betriebssystem mit möglichst wenigen Hintergrundanwendungen dem eigenen Datenschutz zugute. Drittens, Blaulicht reduzieren. Man könnte dort Brillen verwenden, die den blauen Anteil rausfiltern. Man könnte aber ganz einfach auch das sozusagen mittlerweile ja standardmäßig eingebaute App der Abendbeleuchtung quasi oder des Abendmodus verwenden am Mobiltelefon. Und da kann ich nur auch aus der medizinischen, aus der neurologischen, schlafmedizinischen Sicht empfehlen, das zu tun, um sich damit zu mehr Schlaf zu verhelfen und zu einem rascheren Einschlafen. Mit diesen Tipps lassen sich die Nachteile unseres durchdigitalisierten Alltags erheblich einschränken. So sind Sie gesund in der digitalen Welt unterwegs.